country is the electro. Rammstein-Fan. In his caravan, it's the future man. Eleanor finden, Ignoranz sein machen Spaß. Nur den Hauptschuss von Grace. Wenn ich den jetzt hab, dann werden die ganzen Splicer wach. Und werden wirklich nicht nett zu mir sein. Oh, da liegt noch was auf dem Bett. Oh, Thomas. Geil. Ein leeres Haus. Nur ein Echo bleibt mir noch. Eleanor, Liebes, wo bist du? Ich habe mich kurz umgedreht und jemand hat dich mitgenommen. Was ist das? Sorry. Da ist sie. Rauchen, hä? Ich weiß schon, was du willst. Nur zu, hol's dir. Ich will nicht, dass du mich... Nee, Moment. Und zwar wollte ich das hier euch zeigen. Nur ein Echo bleibt mir noch. Eleanor, Liebes, wo bist du? Ich habe mich kurz umgedreht und jemand hat dich mitgenommen. Es ging alles so schnell. Ich bin noch nicht mal eine Rabenmutter für dich. Ich konnte dich nicht beschützen. Dieses Plakat von ihr in meinem Zimmer starrt mich an, als wüsste es, wie sehr ich mich schäme. Ich habe immer zu deiner richtigen Mutter gehalten, Eleanor. Und habe ihr immer meine Geheimnisse anvertraut. Aber ich habe dich verloren. Was wird Dr. Lamb jetzt von mir denken? Ah, hat sich ja nicht wirklich gelohnt. Ich habe gedacht, es ist ja irgendwas Trauriges. Also, da ist sie. Okay, was passiert jetzt? Ich werde sie nicht töten, wenn ich es nicht muss. Was du willst. Nur zu, hol's dir. Ich will nicht, dass du mich berührst. Dr. Lamb hat damals mir ihr Kind anvertraut. Ich habe alles getan, aber die kleine Eleanor verschwand. Und dann, eines Tages, sehe ich sie mit dir herumlaufen. Sie sieht krank aus. Und als ich sie in den Arm nehmen will, schlägst du mich zusammen. Oha. Brichst mir den Kiefer. Das war nicht nett von mir. Ich bin bereit, Babyräuber. Komm rein und bring es zu Ende. Ich töte dich nicht. Ich werde dich nicht töten. Es ist deine Entscheidung, Freund. Gracie ist unbewaffnet. Überleg selbst. Nein, ich werde dich nicht töten. Zigaretten brauche ich nicht. Dann geh doch zum Teufel. Los! Du hast mehr Größe als ich, Chef. Vielleicht überlegt sie sich in Zukunft zweimal, ob sie Leute verdammt böse Fakten kennt. Jetzt aber los. Eleanor wartet. Jetzt wird sie ihr Splice auf mich setzen. Grace begegnet. Ja, ich bin Grace begegnet. Mein Leben lag in deiner Hand. Und? Und du gehst einfach? Ja. Ein Monster hält nicht die andere Wange hin. Kein Monster tut das. Also? So handelt nur ein... Na? ...denkender Mensch. Ah! Sie hat's geschnallt! Ich weiß, dass Dr. Lamb keine Lügnerin ist, aber ich glaube, sie täuscht sich in dir. Ich finde es nicht mehr richtig, dich in den Hinterhalt laufen zu lassen, der draußen auf dich wartet. Was, Vion? Ich kann die Familie nicht zurückrufen. Aber ich kann ein wenig flüstern und deine Chancen verbessern. Diese Vögelchen sind Spezialanfertigungen von einem alten Freund. Sorry. Das ist leider alles, was ich für dich tun kann. Das Erste. Oh, das heißt, ich muss gegen Splicer kämpfen. Wie scheiße ist das denn? Das werde ich dann im nächsten Teil aussehen. Gebt mir die Musik auf, die verdammten Eier. Was soll das? Wieso hört die Musik nicht auf? Ist das wieder ein Fehler im Spiel? Ach, was soll's. Bis zum nächsten Mal, Leute. The game must go on.